Herzlich willkommen bei Fritz und Fertig 3. Wir gehen mal in den Boxring. Weiß oder lila, wer gewinnt? Wer richtig wettet, kann viel Geld gewinnen. Ein Kuscheltier wäre uns lieber. Sensationelle Sensationen, spektakuläre Spektakel, aufsehenerregende Aufregung. Hier kommen Weiß und Lila zum großen Kampf. Lila ist erkennbar im Vorteil. Die Mannschaft hat einen Bauern mehr, der sich gleich bis zur Grundlinie durchschlagen wird, um dort zu einer attraktiven Dame zu werden. Lila gewinnt. Wetten auf den Sieg werden gerne angenommen. Je höher, desto besser. Super! Ich wette mein ganzes Taschengeld auf Lila. Bloß nicht. Das ist nur ein Trick, um dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Solche Kisten mit Türmen und Bauern haben es nämlich ganz schön in sich. Meiner Ansicht nach geht die Sache hier unentschieden aus. Und Ring frei für Lila und den ersten fantastischen Zug. Und schon wird das spannend. König Lila würde sich am liebsten vor seinen Bauern stellen. Denn das ist die beste Taktik, um so einen Sportskameraden durchzubringen. Leider steht da aber so ein lästiger weißer Turm, der das verhindert. Aber Lila lässt sich nicht verunsichern. Er schreitet tapfer voran. Vom Turm hat der Bauer hier nichts zu befürchten, denn ihn deckt ja der König. Der Sieg ist so gut wie sicher. Wetten auf Lila werden noch angenommen. Ja, von wegen. Das bringt Lila hier gar nichts. So, und warum nicht? Weil Lila nicht gründlich nachgedacht hat. Mit dem Kopf durch die Wand kommt er nämlich nicht. Stattdessen steht König Lila ziemlich ungeschützt rum und bietet eine prima Angriffsfläche. Angriffsfläche? Für wen denn? Für den weißen Turm, Leute. Der Bauer hat hier nämlich zwei Funktionen. Erstens soll er eine rattenscharfe Dame werden. Zweitens muss er aber auch als Versteck für den lila König dienen. Wenn der Bauer zu weit vorgeht, kann der lila König diese Felder nicht mehr als Versteck nutzen, denn er darf ja dem weißen König nicht zu nahe kommen. Hoppla, was war denn das für ein merkwürdiger Zug? Ist denn Weiß schon so verzweifelt, dass nur noch sinnlose Züge gespielt werden? Schnell, schnell, wetten Sie all Ihr Geld auf den Sieg von Lila, denn gleich ist es zu spät. Das verstehe ich auch nicht. Warum ist denn der Turm jetzt nach hinten? Ich denke, er soll auf den Bauern aufpassen. Jetzt wird's echt haarig für Weiß, glaube ich. Vielleicht setze ich doch noch schnell ein bisschen Taschengeld auf Lila. Bloß nicht. Der Turm ändert nur seine Taktik. Fortan kämpft er nicht mehr von der Seite aus, sondern attackiert den lila König von hinten. Und schon rückt der König zu seinen Bauern auf. Ein Schach. Ja, wer hätte denn das gedacht? Aber gleich wird der lila Bauer zur Dame gemacht. Jede Wette. Nee, genau da liegt der Hase nämlich im Pfeffer. König Lila würde sich zwar gerne hinter den Bauern verstecken, kann es aber nicht mehr, denn da stände er ja neben dem weißen König, was nicht geht. Hey, Herr Fertig, jetzt seien Sie doch nicht immer so negativ. Das ist doch alles gar kein Problem für König Lila. Oh doch, der Turm lässt ihn nämlich nicht mehr aus den Augen. Na, dann geht er eben noch mal zur Seite. Wo ist das Problem? Na ja, zugegeben. Ich fürchte, das geht jetzt ewig so weiter, was? Genau, und ewig hin und her bedeutet unentschieden. Die Sache geht remis aus. Gut, dass ihr nicht gewettet habt. Jedenfalls seht ihr, dass es nicht unwichtig ist, dass der König den Bauern vorangeht. Denn nur so können sie sich gegenseitig optimal beschützen. Tja, das war wohl nichts. Und alle, die auf Lila als Sieger gewettet hatten, haben ihren Einsatz verloren. Doch wie heißt es so schön? Das Leben bietet immer eine neue Chance. Solche Geschichten mit Türmen und Bauern haben es ganz schön in sich. Es gibt 1000 verschiedene Regeln und zu jeder gibt es 1001 Ausnahme, mit denen ich euch nicht nerven will. Dieses solltet ihr euch aber doch merken. Geht der Bauer Schritt für Schritt, schicke deinen König mit. Und am besten geht er dann seinem Bauern auch voran, bis
das Feld stolziert, wo der Bauer Dame wird. Macht dein Gegner dir das nach, nerve ihn mit Dauerschach. Denn eine Dauerschachpartie ist am Ende bloß Remis. Turm auf Reihe 3 und 6 verwehrt dem König die Verstecks. Und zieht der Bauer vor, sodann fällt ihn der Turm von hinten an. Wer traut sich und steigt nun selbst in den Ring? Jede Wette, dass er gegen meine Jungs verliert. Wette angenommen. Wir verlieren nicht, sondern schaffen ein Remis. Na dann los. Wenn ihr 5 gute Züge hintereinander macht, dann wird selbst der gewiefteste Boxer einsehen müssen, dass die Kiste Remis ist. Also, selbst mal verhindern, dass der König auf die 3. Reihe kommt. 1., 2., 3. Also muss der Turm diese Linie zumachen. So, jetzt der Bauer zu weit vorne. Das ist hier für den König alles zu. Er kann nicht mehr vor seinen Bauern. Und hier wehrt der König alles ab. Jetzt kann ich mit Dauerschach kommen. Schach. Wenn er mal weglaufen sollte, könnte ich auf den Bauern zulaufen. Muss auf dieser Umwandlungslinie bleiben, beziehungsweise auf dem Umwandlungsfeld. Wenn er es zulässt, renne ich auf ihn zu. Und im nächsten Schritt könnte ich ihn erschlagen. Also ich muss immer auf den beiden Feldern bleiben. Und im günstigsten Fall schlage ich den Bauern. Unglaublich, aber wahr. Das wird nichts mehr mit Sieg. Ihr habt die Wette gewonnen. Juhu, Remis. Ja, wir müssen wieder die 3. Reihe verhindern. Der König nicht vor seinem Bauern kommt. Weit wie möglich nach hinten. Dann von hinten wieder die Schachs zu bieten. Er hätte jetzt auch Schach bieten können, dann hätte ich hier rauf und runter pendeln müssen. Kann jetzt hier auch Schach bieten. König nicht gewandert werden, dann wäre ich aber hier mal rauf, runter. Ja, geradeaus kann der Bauer ja auch nicht an mir vorbei. Donnerwetter! Hätte nicht gedacht, dass ihr das schafft. Also gut, Remi, ihr habt die Wette gewonnen. Also im Prinzip, wenn man schon das Umwandlungsfeld besetzt hat und man nicht vertrieben werden kann, kann der andere gar nicht gewinnen. König schon hier auf dem Feld, wo sich der Bauer umwandeln muss, stehen bleibt. Und selbst wenn er hier mit Schach kommt, kann König ja wieder einen hochgehen. Dann geht er hier wieder mit Schach, dann kann ich wieder einen runtergehen. Kriegt mich von dieser Linie nicht weg. Wenn er versucht, hier um die Ecke zu kommen, kann ich ihn mit Dauerschach nerven. Okay, jetzt muss ich nur verhindern, dass der König nach vorne geht. König, der könnte mich nachher mal wegschieben. Aber wenn ich verhindere, dass der König auf die 3. Reihe kommt, dann muss er erstmal den Bauern vorschieben und dann haben wir wieder die Remis-Position. So, jetzt sperre ich den König ab, dass der nicht zu nahe kommt. So, jetzt ist der Bauer vorgerückt. Und dann biete ich die Schachs von hinten. Ja, jetzt mal wieder Dauerschach. Weiß nicht, warum nicht das andere mal gezeigt wird, dass er mal hier mit Schach kommt, dass ich hier rauf und runter pendeln kann. Wäre vielleicht auch mal interessant. Die zweite Möglichkeit, dass er mal von der Seite schaut. Okay, ihr habt die Wette gewonnen. Aber jetzt heißt es ringfrei für neue Herausforderungen. Eine sensationelle Sensation. Weiß gegen Lila. Neue Wetten werden angenommen. Sehen Sie selbst, der weiße König steht genau auf dem Feld, auf das sein Bauer auch gerne möchte, um zur Dame zu werden. Aber das wird ihm niemals gelingen, denn der weiße König sitzt fest. Hier bedrängt ihn der Turm und hier darf er nicht hin, weil er sonst neben König Lila stände. Jede Wette, dass Weiß es hier nicht schafft, seinen Bauern umzuwandeln. Wetten Sie mit! Wette angenommen und schon gewonnen. Der Bauer kommt durch. Und wie? Was ich mir schon mal gut vorstellen könnte, wäre,
dass der weiße Turm da irgendwie mitmischt. Ach ja, genau. Er könnte zum Beispiel König Lila ins Schach stellen. Der muss da abhauen. Und so entsteht eine Gasse für den weißen König. Und der kann das Umwandlungsfeld für den Bauern freimachen. Was für Blödsinn! Lila hat ja noch den Turm. Damit kann er den weißen König so lange ins Schach stellen, bis es unentschieden ist. Das stimmt allerdings. Wenn ihr das auch durchschaut habt, klickt auf das Schachfeld und ich erkläre euch, wie Weiß trotzdem gewinnt. Also nochmal kurz zurück. Der Turm verschafft seinem König eine Gasse, indem er den lila König an den Rand drängt. Und jetzt Achtung! Bevor der weiße König sein Versteck hinter den Bauern verlassen kann, muss er erst ein Schutzschild bauen, das ihn vor dem bösen Turm abschirmt. Und wie stellt man solch ein Schutzschild her? Mit Figuren, Bianca, mit Figuren. König Lila wird wohl nicht so freundlich sein, seinem Gegner dabei zu helfen. Daher nimmt Weiß am besten seinen eigenen Turm und bastelt da was Hübsches draus. Aber dazu müsste der Turm ja zumindest irgendwie in die Nähe des weißen Königs kommen, damit der auch eine Chance hat, dahinter zu schlüpfen. So ist es. Und drum zieht er hübsch auf Reihe 4. Damit ist er nah genug am eigenen König und weit genug vom lila König entfernt, um keinen Ärger mit ihm zu bekommen. König Lila will nun natürlich auch nicht weg aus dieser Gegend, denn der Bauer stört ihn schon gewaltig. Es könnte ja sein, dass er da nochmal eingreifen muss. Also macht Lila einen etwas nichtssagenden Turmzug. Verstehe. Der weiße König kommt jetzt heraus und versucht, sich bis zum Turm durchzuschlagen, hinter dem er Deckung suchen will. Genau. Deckung vor dem fiesen Gesellen hier. Schach! Das wird nix! Ach was, davon lässt sich ein König doch nicht aus der Ruhe bringen. Und wieder Schach! Weiß kann schon mal aufgeben, das hat eh keinen Zweck. Von wegen, der weiße König geht einfach wieder raus aus dem Schach und bleibt dabei schön dicht bei seinen Bauern, um diesen zu beschützen. Und wieder Schach! Er kann machen, was er will. Weiß hat nicht die geringste Chance. Auf Weiß setzen bedeutet, die Wette verlieren. Oh weh, jetzt steht er ja schon wieder im Schach. Fred, bist du sicher, dass das noch was wird? Ja, denn endlich hat der Turm seinen großen Auftritt. Jetzt ist nämlich nicht nur der König geschützt, sondern auch der Bauer hier. Und da kann Lila ziehen, wie er will. Im nächsten Zug wird der weiße Bauer zur Dame. Wow, der Turm als Schutzschild für den König und den Bauern. Nicht schlecht. Der vermasselt mir noch das ganze Geschäft. Und hier ist die Dame. Ta-ta-ta. Tja, alle, die gegen Weiß gewettet haben, haben ihren Einsatz leider verloren. Aber wie heißt es doch so schön? Das Leben bietet immer eine neue Chance. Und hier ist sie auch schon, die nächste Chance, die Chance ihres Lebens. Wer traut sich und steigt mit in den Ring? Wetten, dass ihr es nicht schafft, den Bauern durchzubringen und zur Dame zu machen? Komm, Fritz, los, das schaffen wir. Okay, Wette angenommen. Unser Bauer kommt durch. Ja, das ist ja schon einfach, der König ist ja schon ganz weit weg. Brauche ich ja nur auf die vierte Reihe. Ja, jetzt gehe ich hier dahin, damit der Schach dahin. Und dann kann ich den Turm runterziehen. 1, 2, 3, 4 Züge und den fünften, dann ist der Turm runter. 1, 2, 3, muss ich ja noch weiter beschützen. 4. Oh, wenn er schlägt, kommt er auch in das Quadrat nicht mehr rein. Das Quadrat ist ja so klein. Hätte ich jetzt schlagen können, dann schlage ich zurück. Dann wäre er bis hierhin gegangen. Dann ist er aber immer noch nicht in dieses Quadrat, wo er rein muss, um den Bauern zu fangen. Das ist ja die Diagonale. 1, 2 Felder. Das ist das Quadrat, wo er eigentlich rein müsste mit dem König.
um ihn zu fangen. Na siehste, haben wir es ja doch geschafft. Nein? Okay. Ja, der ist schon weit genug weg, der König. 2 reicht, wenn er 2 entfernt ist. Dann muss ich auf die 4. Reihe. Auch da wieder absperren, dann wäre ich jetzt hier rumgegangen. Er kann ja nur eine Seite absperren mit dem Turm. Zur anderen kann ich entfliehen. 1. 2. Jetzt nicht drin in dem Feld. Also kann ich mich unter dem König setzen, dann kann er keinen Schach mehr bieten. So. Kann ich ihn weiter beschützen und kann den nächsten Zug umwandeln. Ja, bist du denn wieder? Wette gewonnen. Schlagen und dann habe ich aber immer noch einen Turm. Das hatten wir schon mal. 4. Reihe. Zur Seite. 1. 2. War das? 3. Ah, so machst du das. Aha. Ja gut. Bin ich ja wieder dahin. Geschafft! Wir sind eben die Champions. Okay, okay. Hier habt ihr euer Kuscheltier. Das haben wir uns aber auch wirklich verdient. Ein Kuscheltier und ab die Post für den König Rosenrost. Na, der freut sich vielleicht. Doch wie heißt das so schön? Das Leben bietet immer eine neue Chance. Sensationelle Sensationen, fantastische Kämpfe und lohnende Wetten. Ring frei für Weiß gegen Lila. Wer setzt auf Lila? Lila hat schon mal einen Bauern mehr. Und der wird heldenhaft beschützt vom Turm. Das ist wahre Kameradschaft. Das ist wahrer Sport. Und einmal mehr der Sieg. Wetten auf einen Sieg von Lila werden noch angenommen. Dafür würde ich keinen Pfifferling geben. Der Turm steht nämlich genau da, wo der lila Bauer hin müsste, um zur Dame zu werden. Allerdings kann er da nicht weg, weil sich sonst sofort der weiße Turm den Bauern schnappen würde. Blödsinn! Lila ist im Vorteil! Wer wettet auf einen Sieg von Lila? Keiner? Ich wette höchstens auf Remy, vorausgesetzt Weiß stellt sich nicht allzu dämlich. Wie soll denn da ein Unentschieden rauskommen? Lila steht doch prächtig im Saft. Was soll der weiße König gegen eine solche Übermacht schon ausrichten? Okay, ich zeig Ihnen sogar, wie ausweglos seine Situation ist. Geht er dahin? Schwupps, steht er schon im Schach und muss daraus verschwinden. Von wegen, der Turm schlägt den Bauern schicklich. Zur Dame wird der augenblicklich. Aber die kann der Turm doch jetzt schlagen. Na, Lila hat ja vorgesorgt. Und mit einem Turm gegen einen einsamen König anzugehen, ist nur noch reine Übungssache. Von wegen unentschieden. Lila wird gewinnen. Halt, halt, nicht so schnell. Ich hab ja gesagt, ein Remis, wenn sich Weiß nicht zu dämlich anstellt. Hier war allerdings allerhand Dämlichkeit mit dem Spiel. Kann ich's bitte nochmal haben? Also nochmal, Ring frei für Weiß und Lila. Wetten auf den Sieg von Lila werden noch angenommen. Noch immer keiner, der auf Lila wettet? Okay, der weiße König ist diesmal nicht so dumm, diese Reihe hier zu verlassen. Da kann der Turm jetzt nicht hin, weil ihn der König ja nun schlagen kann. Aber das ändert nichts daran, dass Lila trotzdem gewinnt. Jetzt kann aber der weiße Turm den lila Bauern schlagen. Soll er ruhig.
Der weiße König muss zwangsläufig zur Seite treten. Und der Turm ist wiederum futsch. Wie gesagt, mit Turm und König gegen einen einsamen König zu gewinnen, ist ein Klacks. Lila wird auch hier gewinnen. Wenn sich Weiß aber auch so dämlich anstellt. Sie wissen doch genau, dass es in diesem Fall für Weiß nur einen einzigen perfekten Zug gibt, um nicht zu verlieren, sondern ein Remis zustande zu bekommen. Und diesen Zug hat Weiß bisher einfach nicht gemacht. Also ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Von wegen Remis. Wetten Sie auf den Sieg von Lila und sahnen Sie unglaubliche Gewinne ab. Zwei Fehler darf der weiße König hier nicht machen, wie wir gesehen haben. Diese Reihe hier verlassen und diese Ecke unterschätzen. Deshalb macht er es ganz einfach so. Fertig. Ja und? Was soll das hier mit einem Remis zu tun haben? Sehen Sie doch nur die Überlegenheit der lila Stellung. Einen Bauern mehr und der steht auch noch kurz vor der Umwandlung. Schnell! Wetten Sie jetzt auf den Sieg der lila Mannschaft. Und was bringt's, Lila? Gar nichts bringt's. Aber sehen Sie doch, wie König Lila seinen Kollegen nun zu Hilfe eilt. Da warten wir mal gespannt ab. Jetzt regnet's erstmal Schachs. Und Schach. Tja, jetzt ist der lila König angekommen. Und was hat er davon? Es regnet Schachs. Und König Lila hat keinerlei Unterstellmöglichkeit. Immer wieder stellt ihn der Turm ins Schach, sodass er gar nicht mehr dazu kommt, irgendwelchen Ärger anzuzetteln. Schach, 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 Schach. Immer wieder Schach. Und das, Leute, pfeift auch der langmütigste Schiedsrichter irgendwann einmal ab und wertet es als unentschieden, spätestens nach 50 vergeblichen Zügen. Man kann es auch so ausdrücken. Eine Dauerschachpartie ist am Ende bloß Remis. Na gut, na gut. Sie haben mit Ihrem Remis tatsächlich recht behalten. Aber wie heißt es so schön? Das Leben bietet immer eine neue Chance. Daher ringfrei für neue Wettkämpfe. Soll ich den jetzt machen, ja? Ich wette, du kannst den Bauern niemals zur Dame machen. Und ich wette, dass wir es schaffen. Okay, der König ist zwei weg, das haben wir schon mal geschafft. Bis auf die vierte Reihe. Okay, da komme ich jetzt raus. Schlicht nicht. Und da wäre der Bauer durch. Große Klasse. Weil die andere Variante, bis er überschlagen, den ich zurückschlage, der König den Bauer nicht mehr kriegt. Okay, der ist wieder zwei abgeschnitten, der ist weit genug weg. Eins, zwei Linien sind dazwischen, zwischen den beiden Königen, das reicht schon. Jetzt muss ich auf vierte Linie. Vierte. Ich wieder raus. Ich muss den Bauern nochmal lenken. Ein hier rüber. Wenn ich jetzt mal schlagen würde, wäre mal interessant. Schlage ich zurück und wenn er versucht ranzukommen, dann habe ich den Bauer direkt umgewandelt. Und da hätten wir auch schon unsere Dame. So. Zwei abgeschnitten, alles das gleiche. Vierte Reihe geht, 1, 2, 3, 4. König läuft raus. Eins, zwei. Damit, wenn ich jetzt dahin gegangen wäre, wäre der Bauer ja weg. Nach davor.
habe. Na siehste, haben wir es ja doch geschafft. Das Ganze nennt sich übrigens hier Brückenbau. Brückenbau auf die vierte Reihe. Der König läuft wieder raus. Das nennt sich der Brückenbau. Wette gewonnen. Na, reicht euch jetzt. Ja, das jetzt ist aber auch Schluss jetzt. Das reicht. Die Champions. Ich geh jetzt da raus. Na, König Schwarz, da bist du platt, was? Jetzt haben wir bald alle Kuscheltiere. Kannst sie mir gleich geben. Am Ende kriege ich sie sowieso. Was? Nein, die bekommst du nicht auch noch. Die sind nämlich für die armen Könige. Sehr löblich. Sammelt ruhig. Aber ihr macht da, wie gesagt, einen Fehler. So? Welchen denn? Sagt er nicht, dieser Blödmann?